Hallo, mein Name ist Hans Föde. Ich bin Leiter der Planungsabteilung in der IKR GmbH und heute sind wir hier auf dem Gelände der Vorfertigung und ich möchte Ihnen mal die Produktion in der Vorfertigung zeigen. IKR ist ein Traditionsunternehmen im Bereich des Anlagenbaus und auch Rohrleitungsbaus natürlich, was natürlich seinen Aufgabenbereich in den letzten Jahren immer mehr dem Markt angepasst hat. Bei IKR arbeite ich seit 2013, also sprich, es sind jetzt insgesamt 9 Jahre. Also ich habe gleich nach dem Abi angefangen, im Endeffekt hier zu arbeiten, habe gleich mein Studium hier begonnen. Und das war ein duales Studium, deswegen bin ich schon so lange hier. Die Arbeit bei IKR ist so spannend, weil jedes Projekt im Endeffekt eine neue Herausforderung mit sich bringt. Man hat viele innovative Projekte. Am besten, wir gehen da eigentlich mal an meinen Platz und gucken mal, was wir so täglich hier machen. Wir sind ja, sage ich mal, hier im Konstruktionsbüro und wir arbeiten halt mit vielen Programmen. Unter anderem dem AutoCAD-Plan 3D und dem Inventor. Dort müssen wir im Endeffekt die Rohrleitung, sage ich mal so, von einem Punkt, was unser Kunde im Endeffekt vorgibt, zum anderen Punkt ziehen. Magst du Basketball? Basketball, ja, also macht auch Spaß. Show me your skills. My skills? Oh. Ja. Okay, also jetzt, ich muss mal probieren, also ich habe es lange nicht mehr gemacht. Okay, hat geklappt. Wir befinden uns hier auf dem Vorfertigungsplatz vor den Hallen der Produktion und wir haben hier, sage ich mal, einen relativ großen portablen Kran, um im Endeffekt die Rohre auch transportieren zu können. Dieses Projekt ist verbunden genau mit der Universität Stuttgart. Also wir haben ja vorhin schon, sage ich mal, im 3D-Modell das Ganze mal angeschaut. Und das sind jetzt, sage ich mal, so die Teile in Echtheit. Also ich sage so, wir können auch mal ein bisschen näher gehen. Wir können ja mal uns das Ganze ein bisschen näher angucken. Wir hatten ja einmal uns den Oberwasserkessel angeguckt. Das ist im Endeffekt dieses ganze Konstrukt hier, das ist der Oberwasserkessel für die Versuchsanlage. Gut, also ich bin Dozent an der BA Leipzig für den Bereich Konstruktion. In diesem Jahr konnte ich schon zwei neue Studenten, sag ich mal so, für unsere Firma gewinnen. Hans und ich, wir ergänzen uns, sage ich mal, in einer gewissen Art und Weise. Hans hat viel Theoriewissen durch sein Studium. Ich habe einige Praxiserfahrungen, bringt die mit, dadurch, dass ich 10 Jahre auf Baustelle war, als Schweißer gearbeitet habe. Und da ergänzen wir uns halt in vielen Sachen. Dieses Teil wurde ja 3D gedruckt. 3D-Druck kann man sich vorstellen, das ist ja Metall-3D-Druck. Es kennen ja viele, sage ich mal, diese kleinen 3D-Drucker, die überall zu kaufen gibt. Die mit Hilfe eines Kunststoffdrahts den Draht warm machen und dann Schicht für Schicht, sage ich mal, aufbauen. So, das Gleiche wird hier verwendet, bloß mit Metall. Da haben wir keinen Kunststoffdraht, sondern es wird mit einem Schweißverfahren Schweißrauben Schicht für Schicht aufgebaut, bis eine fertige Struktur entsteht. Das wurde auch hier gemacht. Und damit das am Ende, sage ich mal, glatt aussieht und nicht wie hier die Schweißstrukturen sichtbar sind, wird dieses Teil, sage ich mal, oder wurde dieses Teil noch abgefräst auf einer CNC-Fräse. Er macht mir sehr viel Spaß, weil ich jeden Tag eine neue Herausforderung natürlich habe, eine gewisse Verantwortung tragen muss. Und natürlich auch, weil ich ein super Team habe. Sieht man, wie die Projekte wachsen. Man sieht, sage ich mal so, wie man irgendwas beginnt, den Startschuss gibt und das dann Stück für Stück immer weiter wächst. Und dann irgendwann am Ende eine fertige Anlage dasteht, die dann auch noch funktioniert und Ergebnisse bringt. Das ist was Schönes.